Hi Leute, wir zeigen euch heute einmal, wie man das Dream Code von Color Wow anwendet. Und ich habe dafür mir heute ein Modell geschnappt, um euch das einmal auf nassem Haar zu zeigen und das Ganze auch zu stylen, damit jeder mal weiß, wie das richtig funktioniert. Das Ganze könnt ihr euch vorstellen wie ein Regenmantel für die Haare. Ihr spült es auf die Oberfläche der Haare gleichmäßig und das Ganze soll gut eingekämmt werden. Ich zeige euch das einmal auf dem Haar. Wenn das Produkt im Haar ist, kämmt ihr das Ganze einmal glatt, um den Effekt nochmal zu verstärken, bevor ihr loslegt, das Haar zu föhnen, damit sich das Produkt schön mit den Haaren verbinden kann. Es soll eigentlich die Funktion erfüllen, den Frizz an der Oberfläche eines Haars zu reduzieren, dem Haar einen Schutz zu geben, wenn es draußen regnet oder feuchtes Wetter gibt. Und zusätzlich gibt es eben wie eine Politur oder ein Highlighter fürs Haar einen wahnsinnig schönen Glanz. Zum Föhnen der Haare nutze ich die Easy Dry and Go von Tangle Teaser. Diese ermöglicht mir ein wahnsinnig schnelles, konstantes und gutes Föhnen eines langen Haares. Und das Produkt arbeitet sich nochmal gut in die Haare ein. Als Finish verwende ich das Shine Spray von Color Wow, damit ihr einfach nochmal mehr Höhen und Tiefen auch kreieren könnt. Das Ganze einfach nur in den Längen anwenden, damit es keinen schmierigen Film hinterlässt, und von unten nach oben einarbeiten, um den Haaren auch mal wirklich eine schöne, glänzende Canvas zu geben. Das Produkt nicht zu nahe an die Haare halten, damit sich das gleichmäßig verteilen kann. Bei Wellen könnt ihr damit wahnsinnig cool spielen, weil ihr könnt mehr Höhen und Tiefen kreieren und einer Welle Glanz geben und der anderen nicht, um einfach noch mal mehr Effekt in das Finish reinzuzaubern.